Ich will nur einen Namen nennen, den Jürgen Brockhoff, einen deutschen Germanisten, der ja schon vor fast 10 Jahren eine ziemlich gründliche Abrechnung mit Peter Handke verfasst hat und der auch an einem Buch arbeitet, das im Jänner angekündigterweise erscheinen soll. Da werden eben bei Brockhoff nicht nur einzelne Äußerungen herangezogen, sondern versucht, einen Blick auf das Gesamtwerk zu werfen und den Stellenwert der Äußerungen und der Texte von Handke zu Ex-Jugoslawien und Jugoslawien zu beurteilen. Aber meine Intention ist es ja überhaupt nicht gewesen, gegen etwas über Handke zu sagen, obwohl dies auch möglich wäre und ich das wahrscheinlich noch tun werde, ja. Aber meine Intention war ja bloß, mit den Unterzeichnern der Erklärung, mit der Handke in Schutz genommen werden sollte, in eine Diskussion zu treten und meine Distanzierung von dieser Initiative auszudrücken. Ja, ich kenne die Kritik von Sascha Stanisic, die ist ja auch entsprechend medienwirksam verbreitet worden und die halte ich doch im Wesentlichen für bemerkenswert und diskussionswürdig. Aber ich will jetzt nicht sagen, ob er in jeder Einzelheit recht hatte oder ob seine Fakten belegt sind. Um das ist es ja bei Sascha Stanisic gar nicht so gegangen, sondern er wollte nur einmal darauf hinweisen, dass für die Leute, die aus der Gegend kommen, wo diese Verbrechen geschehen sind, diese Verbrechen nicht vergangen sind und dass sie auch das Verhalten Peter Handkes in der Zeit, in der diese Verbrechen geschehen sind und kurz danach, bis etwa 2006, wo er am Milosevic-Begräbnis teilgenommen hat, dass sie dieses Verhalten nicht vergessen haben. Naja, weil es relativ plump ist, da sagt man, hier ist das Reale, da ist das Fiktionale. Was fürs Fiktionale braucht man, gibt es eigentlich keine Verantwortung, außer dass es künstlerisch stimmig ist oder wirksam oder was der Teufel ist. Und das beide hat dann sozusagen vordergründig auf jeden Fall, auf keinen Fall etwas damit etwas zu tun. Das ist eine sehr einfache und simple Argumentation, die aber eine Geschichte hat, aber keine Geschichte, die in der Ästhetik wurzelt, sondern die ist eher Geschichte, das ist eher eine Geschichte, die in der wahren Welt und in der Verdinglichung wurzelt. Man betrachtet hier die Kunst als Kunstware, als Ding. Und natürlich fragt man, wie gewöhnlich bei anderen Waren, nicht nach der Herstellung und für die Herstellung Verantwortlichen. So ungefähr klingt das für mich. Und da wird von ästhetischer Qualität gesprochen. Na gut, das nächste hat textile Qualität. Übernächste hat biologische Bioqualität oder was der Teufel immer. Das sind Warenweltanpreisungen. Wenn die Erklärung behauptet, dass es fast nur unzutreffende, fahrlässige, unkorrekte, falsch zitierende Kritiken an Peter Handke gibt, und das ganz generell behauptet, ohne das an irgendjemanden, an irgendetwas festzumachen, an einem Beispiel festzumachen, dann ist die Erklärung, verbreitet sie falsche Fakten. Weil sie nimmt, gibt es einige Beispiele, wo ein Unsinn geredet wurde oder ein Unsinn gemacht wurde und die Kritik überzogen wurde an Handke. Das mag es geben. Aber im Großen und Ganzen, die Dinge, die ich gelesen habe, die sind sehr bemüht um eine sachliche Kritik, die Zitate beizubringen. Und Handke selbst ist eine Problematik, ja. Handke hat ja immer wieder Verschiedenes behauptet von Zeit zu Zeit. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, aber man kann natürlich sagen,
Das eine Zitat ist überholt, weil Handke hat viel später wieder etwas anderes gesagt, worauf er wieder etwas anderes gesagt hat. Mit dem Zitatensalat wollte ich mich da nicht auseinandersetzen. Ich glaube, dass es eine stärkere Kritik international gibt als erwartet. Zum Beispiel, wenn der amerikanische Bandclub sich in der Sache ausgesprochen hat, kritisch gegen Handke ausgesprochen hat. Das hört schon, wenn er Salman Rushdie, ein Zizek und andere darüber reden, dann merkt man schon, das hat eine gewisse internationale Dimension und ist nicht nur eine kleine Angelegenheit zwischen Wien und Kärnten und Stockholm. Schwer zu beurteilen, da müsste ich jetzt ausholen, ich kann das nicht analysieren. Das müsste er selber ausdeuten. Im Prinzip hat er wiederholt gesagt, dass für ihn Serbien der Staat oder die Nation ist, die für ihn im Zentrum seiner Anteilnahme oder seiner Bewegtheit steht, während die anderen in Jugoslawien existiert habenden Nationalitäten offenbar für ihn von geringerer Bedeutung sind. Es ist ein absoluter Unsinn. Sie sind keineswegs ganz und gar verdrängt. Es hat bis Ende der 2010er Jahre auch noch den Haager Internationalen Strafgerichtshof gegeben, zuletzt mit der Verurteilung von Karadzic und Mladic zu lebenslangen Haftstrafen. Da kann man nicht von einer ganz und gar Verdrängung schreiben. Diese Verdrängung liegt offenbar auf Seiten der Unterzeichner dieser Erklärung. Andere haben das nicht verdrängt. Aber man kann ja nicht die eigene Unfähigkeit oder die eigene Ignoranz zum Maßstab der Ereignisse machen. Das ist ja das Eigenartige an dieser Erklärung. Ich sage, solange noch irgendwelche Leute gibt, die öffentlich, insgeheim kann man ja nie ganz verhindern, die öffentlich den Verlauf der Ereignisse verdrehen, die Verschwörungstheorien über diese Entwicklung verbreiten, die den Genozid, den intentionalen Genozid an den bosnischen Muslimen beschönigen oder bestreiten, solange wird es eine Debatte geben und geben müssen. Es war so, irgendwer wollte sich wichtig machen und hat auf das bekannte Dokument, das glaube ich sogar in einem öffentlichen Archiv liegt, wo Handke 1999 ein jugoslawischer Reisepass ausgestellt wurde und wo als seine Staatszugehörigkeit Jugoslawien angegeben ist. Irgendwer hat das als Wichtigtuerei vielleicht darauf hingewiesen und andere haben dann herumgetan, das ist dann eine Doppelstaatsbürgerschaft und so weiter. Und die ist ja nach österreichischem Recht nur unter bestimmten Bedingungen und mit Zustimmung der Behörden möglich. Ja. Dieses Dokument, glaube ich, ist für die ganze Debatte nur insofern von Bedeutung, als dass es zeigt, dass es ein sehr freundschaftliches Verhältnis zwischen Handke und den konsularischen Behörden Jugoslawiens in Wien gegeben hat. Warum Sie Handke so sehr verteidigen, kann ich, sage ich nicht zu diesen Verteidigern, gehöre schwer nachvollziehen, aber
Es wird natürlich schon die Wertschätzung für seine bedeutende Literatur sein, die sie hier antreibt und vielleicht in manchen Fällen persönliche oder möglicherweise geschäftliche Rücksichten, ich weiß es nicht. Aber oder auch ein gewisser Nationalstolz, könnte man sagen. Ich sage ja immer, wenn sich Österreicher und Deutsche zu eng für etwas zusammentun, dann ist es oft nichts Gutes.